Hallo, willkommen zur diesmal ungewohnten nachmittaglichen Röhrenstunde. Heute geht es um eines der letzten Mysterien meiner Röhrensammlung, nämlich eine unbekannte Röhre aus der sogenannten Saarbrücker Sammlung. Das war der Start meiner Röhrensammlung. In der Videobeschreibung sind weitere Informationen sowie Detailbilder zu der besagten Röhre. Da ein Teil meiner Saarbrücker Sammlung aus meiner ehemaligen Schule stammt, ich habe damals die Röhrensammlung übernommen, waren sehr viele französische Typen dabei, da besagte Schule in Sichtweite der französischen Grenze war. Und das ist besagte unbekannte Röhre. Es ist eine Pentode, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine HF-Pentode. Sie besitzt einen etwas modifizierten Oktalsockel. Ich zeige gleich die Detailbilder. Ich versuche heute, diese Röhre etwas zu bestimmen, beziehungsweise in Erfahrung zu bringen, wie ist die Stiftbelegung und gäbe es eventuell einen Vergleichstyp, dass man die Röhre wenigstens ein bisschen einsortieren kann. Ob das zum Erfolg gekrönt ist, kann ich noch nicht sagen. Das werden wir sehen. No risk, no fun. Ich habe vergessen zu erwähnen, ich habe bereits in zwei verschiedenen Foren Anfragen gestellt zu dieser Röhre und sie konnte noch nicht identifiziert werden. Falls irgendjemand diese Röhre genau kennt und einen Typ nennen kann, wäre ich dankbar für Hinweise. So viel zum Thema Röhrenstunde am Nachmittag. Es ist jetzt 23 Uhr und 27 und 32 Sekunden, wie immer halt. Eine kurze Vorstellung der Röhre selbst. Es kommen gleich noch Standbilder ohne Blendung. Auffällig ist unter anderem der Sockel. Dieser ist vom Layout kompatibel mit dem Oktalsockel. Bis auf einen Unterschied, die Führungsnase. Beim Oktalsockel ist die Führungsnase in der Mitte, über dem Pumpstutzen. Der Pumpstutzen selbst liegt frei. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Röhre militärisch genutzt wurde, relativ gering, weil sie ist zu empfindlich. Das war einer meiner ersten Gedanken, dass es eventuell eine militärische Röhre ist, weil sie doch etwas seltsam im Aufbau ist. Aber der Aufbau selbst mit Pertinaxplatte, relativ schlechtem Aluminium im Sockel, ich weiß nicht. Also Militärröhren sehen irgendwie anders aus. Wie gesagt, der Sockel ist identisch mit Loctal. Entschuldigung, Oktal. Ich weiß nicht, wieso ich dauernd Loctal und Oktal vertausche, aber gemeint ist Oktal. Die Position der Markierung ist, wie gesagt, an einer anderen Position als im Oktalsockel. Beim Oktalsockel wäre die Markierung zwischen Pin 1 und Pin 8. Also hier war der 1er Pin, hier ist der 8er Pin und hier wäre die Markierung. Bei dieser Röhre ist halt der Markierungsstift auf Pin 8. Die Röhre passt in den Oktalsockel. Wie gesagt, der Boden ist relativ, ich will es nicht sagen, minderwertig, aber das Material macht einen relativ schlechten Eindruck. Das hier ist ein Blick in das Innensystem. Das ist leider schlecht zu sehen aufgrund der Graphitbeschichtung. Das ist das System von oben.
erkennbar ist, dass die Röhre indirekt geheizt ist. Das erste Steuergitter ist am Kolben rausgeführt. Das Bremsgitter ist röhrenintern mit der Kathode verbunden. Und es gibt einige handschriftliche Markierungen innerhalb der Röhre, die ich, glaube ich, falsch rumhalte. Hersteller und Produktionsdatum sind komplett unbekannt. Ich tippe drauf, dass die Röhre für den HF-Betrieb gedacht war, aufgrund der Rausführung des Steuergitters am oberen Kopf der Röhre. Das Steuergitter hat auch kleinere Kühlfahnen. Das Seitensystem ist wie gesagt mit Graphit beschichtet, also das Seitensystem der Kolben. Es gibt keinen Aufdruck für den Hersteller bzw. Typenbezeichnung. Die 0053 ist wie gesagt meine Inventarnummer, die auch schon etwas abgegriffen ist, weil wie gesagt die Röhre ist schon sehr lange in meiner Sammlung. Seit ungefähr 91. Bevor ich jetzt auf dem Neuberger die Stiftbelegung versuche herauszufinden, noch einige Standbilder. Die Röhre ist wahrscheinlich eine HF-Röhre, da das Steuergitter am Kopf der Röhre herausgeführt wurde. Der Innenbereich des Kolbens ist mit Graphit belegt zur elektrischen Schirmung. Und der Sockel macht einen eher preiswerten oder billigen Eindruck. Der Boden besteht aus Presspapier. Der Sockel selbst ist kompatibel mit dem Oktalsockel und der Pumpstutzen ist frei, was wahrscheinlich eine militärische Nutzung ausschließt. Eine militärische Nutzung ist deshalb ausgeschlossen, weil der Pumpstutzen jetzt sehr empfindlich für mechanische Beschädigungen ist. Entgegen dem Oktalsockel ist die Markierung zur Ausrichtung der Röhre nicht innerhalb der Mitte, sondern außerhalb der Röhre, ähnlich bei den deutschen Poströhren. Der Sockel der Röhre macht allgemein keinen wertigen Eindruck. Deutlich zu erkennen ist die indirekt geheizte Kathode. Das erste Steuergitter, welches am Kopf der Röhre herausgeführt wurde. Das Steuergitter hat auch kleinere Kühlfahnen. Das dritte Bremsgitter ist intern mit der Kathode verbunden. Sowohl sieht man eine handschriftliche Markierung bzw. Beschriftung in der Röhre. Nochmal eine Detailansicht der Beschriftung. Wie gesagt, der Hersteller sowie der Typ der Röhre ist unbekannt, als auch das Produktionsjahr. Ich tippe auf Mitte der 30er Jahre bis Anfang der 40er Jahre, wobei das jetzt rein spekulativ ist. So, prüfen wir die Belegung der Röhre. Wie schon bei
dem Video, wie erkenne ich die Pinbelegung einer unbekannten Triode, nutze ich hier dasselbe Prinzip, nämlich das Gitter, das der Kathode am nächsten ist, wird den höchsten Strom ziehen. Unbeschaltete Gitter werden negativ geladen durch den Elektronenstrom und werden somit sperren, weil sie die Ladung nicht abgeben können. Das heißt hier dasselbe Prinzip, ich versuche von dem kathodennächsten Gitter den höchsten Strom zu finden. Da ich bereits weiß, dass das Gitter 1 am Kolbendom rausgeführt ist, lege ich das auf Kathodenpotenzial. Somit ist das Gitter negativ, also elektrisch neutral. Und das nächste zu suchende Gitter wird G2 sein, was jetzt den höchsten Strom liefern muss. G3 ist röhrenintern auf Kathodenpotenzial gelegt und die Anode wird dadurch nur einen sehr niedrigen Strom haben. Jetzt ist aber der erste Punkt, wo ist die Heizung und wo ist die Kathode? Hier nutze ich auch wieder dasselbe Vorgehen wie bei dem anderen Video, welches auch verlinkt ist in der Videobeschreibung. Wichtig ist, dass der Neuberger wieder komplett auf 0 gestellt ist. Der Messmodus wird auf Modus D geschaltet, weil ich jetzt in der Lage bin, einen Widerstand in die Anode einzuschalten. Ich wähle den 10 Kilo-Ohm Widerstand. Der Grund ist der, es wird jetzt zwangsweise Gitterstrom fließen. Und die Gitter sind nicht dafür ausgelegt, einen hohen Strom abzugeben. Deshalb der Schutzwiderstand. Und ich brauche jetzt das Ampermeter in der Heizleitung, weil ich natürlich auch den Heizstrom beobachten muss, um die richtige Heizspannung zu finden. Mikroampere ist zu wenig. Ich bin gefragt worden beim letzten Video, wieso ich den Ampere-Bereich auswähle. Das ist ganz einfach. Der Milliampere-Bereich ist mit 600 Milliampere abgesichert und das ist zu wenig. Das heißt, die Sicherung würde schmelzen. Deshalb wähle ich den 10 Ampere-Bereich und dort kann ich die Heizspannung beliebig einstellen, ohne dass das Ampermeter durch die Sicherung deaktiviert wird. Wichtig ist natürlich, die Heizspannung ist eine Wechselspannung. Insofern muss ich jetzt einen Wechselstrom messen. Ich schalte den Neuberger ein. Bevor ich ihn einschalte, natürlich auch was ganz Wichtiges, nämlich die Röhre. Die Röhre wird so eingesteckt, dass der Pin 1 idealerweise in der richtigen Position ist. Und zwar, das ist die Beschaltung der Röhre. Pin 1 hat die Markierung. Pin 8, Pin 2, Pin 3 sind nicht beschaltet. Relevant ist Pin 4, 5, 6, 7 sowie das Steuergitter am Kolben. So, ich brauche, wie gesagt, fange ich an mit Pin 1 auf die Heizung und gehe jetzt alle anderen Pins durch, bis ich die Heizung finde.
Die Heizung ist auf Pin 4 und Pin 6. So, mal markieren. Pin 6 und Pin 4 ist die Heizung. Ich sehe, dass das natürlich jetzt die Kontrollleuchte leuchtet. Jetzt muss ich wissen, welche Heizspannung benötige ich. Ich starte hierzu bei 4 Volt. Ich schalte dann hier den Neuberger auf den K-Modus, weil ich jetzt die Kathodenprüfung mache. Damit wird die Heizspannung eingeschaltet. Und das Ampermeter schlägt aus auf 0,2 Ampere, ein bisschen weniger. Die Röhre wird jetzt heiß. Bei 4 Volt, ich weiß, die Röhre ist indirekt geheizt und die Heizspannung ist definitiv zu tief. Ich gehe hoch auf 6,3. Der Heizstrom erhöht sich nur geringfügig, ist immer noch wahrscheinlich zu tief. Auch sieht man, das Leuchten der Kathode ist minimalst. Ich gehe auf 8 Volt. Der Heizstrom steigt auf ein bisschen mehr als 150 mA. 150 mA. Die Kathode ist noch sehr dunkelrot, also auch noch definitiv zu kalt. Ich gehe auf 12,6 Volt. Der Heizstrom steigt auf ungefähr 200, bisschen mehr als 200 mA. Das wäre ein gesunder Wert, weil 12,6 Volt bei 0,2 Ampere Heizspannung und Heizstrom gibt es. Und jetzt erreicht auch die Kathode eine gesunde Farbe, nämlich leichtes dunkles Orange. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben die passende Heizspannung von 12,6 Volt gefunden. Das Ampermeter stabilisiert sich auf fast exakt 200 mA. Das spricht dafür, dass der Wert stimmt. Schalten wir das Ampermeter jetzt wieder zurück in die Anode und wieder zurück in den Milliampere-Bereich. Der piepte nur. Natürlich jetzt darauf achten, dass es im Gleichstrombereich ist. Die Heizung wird wieder durchgeschliffen. So, jetzt habe ich meine Heizung, aber es fehlt natürlich die Kathode. Hier ist jetzt auch wieder dasselbe Prinzip wie beim anderen Video mit der Triode. Ich lege eine Anodenspannung von 200 Volt an. Dank des Schutzwiderstandes von 10 Kiloohm kann nicht so viel passieren. Ich weiß, das Steuergitter G1 ist am Kondom. Das lege ich jetzt auf Kathodenpotenzial. Und muss jetzt die andere Kathode suchen. Das heißt, ich beginne jetzt bei Pin 1. Das Ampermeter in die Mitte legen. Und muss jetzt das nächste am stärksten leitende Gitter finden. Das heißt, ich mache jetzt weiter mit Pin 1 habe ich gerade auf die Kathode gelegt, das heißt Pin 2, 3 ist unbelegt, das heißt Pin 4 wäre der nächste, ist aber besetzt durch die Heizung, das heißt Pin 5 wäre der nächste. Und ich habe nur minimalsten Ausschlag, ich habe überhaupt keinen Ausschlag, weil ich natürlich jetzt auch hier den RM-Modus schalten muss, dass jetzt Strom fließt. Also sprich, die Anode ist konnektiert. Der Anodenstrom ist minimals gestiegen.
Ich mache jetzt weiter mit Pin Nummer 7. Und Pin Nummer 8. Passiert nichts, also ist es wahrscheinlich die falsche Kathode. Das heißt, ich mache jetzt weiter. 2, 3 ist nicht belegt. 4 ist die Heizung. Das 5, der nächste freie Pin. Das heißt, ich prüfe jetzt nochmal auf die Anode auf Pin Nummer 1. Dann Pin Nummer 7. Ich habe einen Ausschlag von ungefähr 8,8 mA. Pin 8 ist minimalst. Also Pin 7 ist jetzt der größte Kandidat für das zweite Steuergitter. Tun wir das mal notieren. Pin 7 ist G2. G2 lege ich jetzt auf eine positive Spannung, nämlich 75 Volt. Moment, das ist Blödsinn. Und jetzt fehlt eigentlich noch die Anode. Da käme jetzt in Frage Pin Nummer 1. Und fast schon Bingo, ich habe jetzt 11,6 mA. Wie gesagt, Pin Nummer 2 und 3 sind unbelegt, das ist gar nichts. 4 ist belegt durch die Heizung, 5 ist belegt durch die Kathode, 6 ist belegt durch die Heizung, 7 ist belegt durch Gitter 2. Pin Nummer 8 ist auch frei. Das heißt, die einzige, die übrig bleibt, ist Pin Nummer 1. Und Pin Nummer 1 ist jetzt meine Anode. Das kann ich jetzt dadurch verifizieren, indem ich das Steuergitter 1 auf eine negative Spannung lege. In diesem Fall 1 und Gitter 1 ist jetzt auf 0 Volt und ich lege Gitter 1 jetzt auf 3,5 Volt minus 3,5 Volt und sehe ich da, ich habe einen starken Ausschlag nach unten und ich kann den Gitterstrom, Entschuldigung, die Gitterspannung modulieren und ich habe einen starken Ausschlag im Anodenstrom. Das heißt, ich habe meine Pinbelegung der Röhre gefunden. Wollte ich das noch notieren? Pin 1 ist die Anode. Pin Nummer 7 ist das Gitter 2 und Pin Nummer 5 ist die Kathode. Das heißt, so sieht meine Belegung jetzt aus. Die Röhre ist steuerbar, auch wenn ich jetzt das G2 ändere, zum Beispiel von 75 Volt bisschen hoch auf 150 Volt. Auch hier ist einwandfrei zu regeln.
Das heißt, die Röhre ist definitiv richtig beschaltet. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was ist es für ein Röhrentyp? Da ist natürlich jetzt ein großes Fragezeichen. Rein von der Optik würde ich jetzt mal ins Blaue schießen und sagen, das ist ein Klon der RV, wie heißt sie, RV12 P2000. Das ist einer der meist geklontesten Röhren der Wehrmacht. Tu mal ganz weiter und holen die Messdaten der Röhre. Bevor ich jetzt die Prüfspannung für die RV12 P2000 einstelle, muss ich natürlich den Widerstand entfernen. Und vom Modus D auf den Modus V zurückschalten zum normalen Röhrentest. Jetzt sieht das Ganze wieder anders aus. Und jetzt stelle ich die normalen Testdaten für die RV12 P2000 ein. Das ist 210 Volt Anodenspannung. Volt für das G2. Und minus 2,3 Volt fürs G1. Die Röhre liefert fast nichts. Das heißt, es ist kein Klon von der RV12 P2000. Mit 75 Volt Anodenspannung, Entschuldigung, G2 Spannung und 210 Volt Anodenspannung bei Steuergitter bei 0 Volt habe ich 5,25 Milliampere Anodenstrom. Ich probiere mal eine andere Röhre. Nämlich spaßhalber die RENS 1294. Ich habe jetzt gerade so mal in die Kiste gegriffen mit Messkarten. 200 Volt Anodenspannung. G2 von 100 Volt. Und G1 von minus 2 Volt. Ist auch weit unterhalb des Sollwertes, also ist auch kein Vergleichstyp. Da geben wir jetzt die Ideen aus, was der richtige Vergleichstyp wäre. Bei 150 Volt G2, 0 Volt G1 und 200 Volt Kathode, Entschuldigung, Anode, bin ich bei 13,3 Milliampere. Bei minus 2 Volt G1 1,7 Milliampere. Bei 3 minus 3 Volt 0,3 Milliampere und bei minus 4 Volt
0,03. Und bei 1 Volt Milliampere. Also wie gesagt, wer jetzt kreative Ideen hat, welcher Röhrentyp das sein könnte, bitte melde dich. Zum Schluss noch der beliebte Blick in die Röhre. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.